Nach dem Mord an einem Asylbewerber aus Tschetschenien haben Exil-Tschetschenen in der Nähe der russischen Botschaft in Wien demonstriert. Sie glauben, dass Wladimir Putin hinter der Ermordung steckt, weil das Opfer den tschetschenischen Regionalpräsidenten Ramzan Kadyrov auf seinem Blog heftig kritisiert hatte. Die Polizei hat zwei mutmaßliche Mörder festgenommen. Wir haben Verwandte in Tschetschenien. Die sind nicht so sicher wie wir. Wobei ich nicht sagen kann, dass wir auch sicher sind in Europa. Denn wir haben gesehen, was Samstagabend mit Ansar A passiert ist. Die Demonstranten erklärten, seit 2001 seien 18 Menschen aus Tschetschenien von russischen Geheimdiensten in Europa ermordet worden. Sie brachten den Mord bei Wien auch in Verbindung mit dem sogenannten Tiergartenmord an einem Georgier in Berlin 2019. In Gerasdorf bei Wien war der 43-jährige Exil-Tschetschene am Samstag mit 5 Schüssen getötet worden. Die mutmaßlichen Täter sind Polizei bekannt.